schaffen könnte, die mit dem Brandschutz konform wären, mit der Frau Sick vom Amt für Hochbau- und Gebäudewirtschaft. Ja, also wir haben ganz gut rausarbeiten können, dass es da Zielkonflikte gibt zwischen der Anforderung, sich in den Foyers und auf den Fluren und in den Eingangsbereichen auf Stühlen oder Sitzen niederzulassen und den Anforderungen von Fluchtwegbreiten. Und dann kam noch dieses Thema Denkmalschutz dazu, dass man nicht alles fest anschrauben darf, wo man will. Aber wir waren uns auch sicher, dass wir eine gute Kompromisslösung auch am Helmholtz-Gymnasium finden können. Wir haben aber auch festgestellt, dass es keine generelle Lösung für alle Schulen gibt, sondern immer schulweise das angeschaut werden muss.